Wie findet ihr denn eigentlich die Insel so? Also ich habe jetzt... Ich weiß gar nicht. Was bei Nashi? Ich weiß gar nicht. Irgendwo war jetzt neulich in einem Stream eine Unterhaltung bezüglich der Insel. Und einige waren recht enttäuscht. Oder war es bei Bukania? Weiß gar nicht. Einem von beiden. Da war auf jeden Fall neulich eine Unterhaltung. Bezüglich der Insel. Bin auf 10. Kann mittlerweile fliegen und baue morgen das letzte Wahrzeichen. Mal gucken, ob ich noch was ausbauen kann. Sehr geil. Ich glaube, bis ich auf 10 bin, das dauert noch. Aber kann man dann echt fliegen? Das ist voll cool. Ich habe mich nämlich immer gefragt, ob man dann irgendwann auch fliegen kann oder ob das allgemein dann nur auf Boden. Ob ich an dem Boden gefesselt bleibe. Ich mag die. Ich auch. Ich auch. Also einer meiner Mods liebt die Insel. Aber sie ist auch halt so richtig, richtig Farbmodus. Wahrscheinlich hört Luna das eh wieder die ganze Zeit. Wobei, nee, ich glaube, Luna hat gerade noch Probleme mit dem Internet, ne? Ich war jetzt für das Motorrad-Mount. Kostet nur 24.000 blaue Münzen. Ja, gut. Ja, wie gesagt, ich bin erstmal alles, was mit Aussehen zu tun hat. Und dann schaue ich weiter. Die Pets und Mounts kommen dann natürlich auch dran. Aber wie gesagt, ich finde die Insel eigentlich ganz... So als Zeitvertreib, wenn du dir echt mal so eine Serie oder sowas angucken willst. Und mal auf nichts anderes wirklich Bock hast. Das habe ich jetzt nämlich bei mir erlebt. So, dass ich mit meinem 90er-Schwader stehe und einfach auf nichts Bock habe. Und dann Insel, okay, ja, ich gehe einfach mal auf die Insel. Also. Ich sag mal gute Nacht und viel Spaß noch bei deinem Dauerstream. Ja, ja, Darky, ja, ja. Vielleicht bis morgen. Morgen streame ich auch. Aber ich streame nicht durch, bevor da jetzt wieder was kommt. Ich streame morgen Abend auch wieder. Aber schlaf schön und dir morgen tollen Tag. Schön, dass du da warst. Das ist kein 16-Stunden-Stream, hoffe ich. Aber ich habe das schon öfters geschafft, muss ich tatsächlich zugeben. Ich habe das schon öfters geschafft. Ich habe meistens dann so 15, 16 Uhr angefangen. Dann, oh, hups. Ja, 12 Stunden haben wir geschafft. Ja, geil. Ich habe eine Phantomströmung ausgelöst, geil. Ich weiß noch nicht. Oh, morgen mein WhatsApp. Schauen, wie es mir geht. Dann geht noch. Okay, dann drücke ich dir die Daumen, dass es dir danach ganz gut geht. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Wie gesagt, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Gute Nacht! Panzerwels! Noch ein Kugelfisch. Nice. Könnt ihr die Kugelfische vollständig kriegen? Ah, ist das noch nicht hoch? Hab ich nicht aufgepasst. Gut, eins haben wir fertig. Stamanta. Ich setze mich auch langsam ins Bett. Nacht euch allen. Gute Nacht. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast, dass du noch so lange mit hier geblieben bist. Und auch nochmal vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen. Ich streame meistens übrigens von Sonntag bis Donnerstag. Freitag, Samstag ist Ruhetag.
Nur als kleine Randinfo. Meistens auch abends. Gute Nacht, Luca. Schlaf auch du schön. Gutes Nächtle. Wo sind wir eigentlich? Ach, hier. Level 15. Ja, man kann auf jeden Fall gut leveln. Das packe ich einmal hier hin. Und das packe ich mir einmal so hin. Mal gucken. Noch eine Kugelfisch. Ich weiß nicht, wie ich die Kugelfische so schnell zusammenkriege. Mal gucken. Noch eine Kugelfisch. Team von 13. Jetzt wird sowas wie Doppelhaken ganz gut. Also die Zweier kriege ich auf jeden Fall fertig. Aber das mit den Kugelfischen könnte eng werden. Schätze ich. Thank you.
habe ich eigentlich drin? Ach, den habe ich noch drin. Ich weiß halt doch immer nicht, welche Köder ich nutzen muss. Jetzt kommt halt das Schwert hinzu. Komm, und am besten Kugelfisch. Ne, das war eine Tiefseescholle. Nix Kugelfisch. Nein, nicht Ankerlichten. Na gut. So, letzte Station. Danach machen wir dann noch ein bisschen Hauptstory wieder weiter. Den Bund werde ich heute nicht erreichen. Das weiß ich jetzt schon. Nein, das ist ein Hai. Nie braucht er nur einen Kugelfisch. Ich glaube, dass das hier gerade eher semi hilft.
Naja, aber weiter mit dem Steinwurm. Wird schon schief gehen. Ein Wabenfisch. Okay, dieses Ding kriege ich echt jedes Mal. Ich will diese Alge nicht mehr. Gebt mir was anderes, aber nicht diese Alge. Bitte, bitte. Bitte. Kommt schon. Ja, wunderbar. Komm, drei Stück davon noch. Und noch einer mit zwei. Dann wäre ich glücklich. Ja, einer mit zwei, perfekt. Und jetzt noch drei Kugelfische. Nein, das war eine Qualle. Die lebende Laterne. Die lebende Laterne war leider falsch. Okay, zwei Kugelfische noch. Das ist wieder nur eine Qualle. Komm, zwei Kugelfische sind machbar. Oder? Einer noch, komm. Ein Wabenfisch noch. Schon, ich brauche doch nur noch einen Kugelfisch. Hey, Kugelfischchen, guck schon. Ich weiß nicht, ob ich jemals herausfinden werde, wann ich welchen und für was ich welche Köder gebrauchen kann. Weiß es nicht. Weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Nein, das ist er nicht. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Oh Gott, tatsächlich mit dem letzten. Tatsächlich mit dem letzten Stückchen.
5400. Nice. Ach ja, ich habe ja noch gar kein Zeug dafür. Gut. Vierundzwanzig. Jo. Wo müssen wir eigentlich hin? Zum Luftschiff-Landeplatz. Perfekt. Ich hätte eigentlich auch erstmal alle Iteriten mir holen können, ne? Egal. Wir machen erstmal weiter. Und ich muss einmal kurz. Nee. Da geht das. Und Ausrüstung wechseln. Perfekt. Luftschifflandeplatz. Herzlich willkommen am Luftschiff-Landeplatz. Hier ist der Schalter für Linienluftschiffe nach Ulda. Ihr wollt nach Ulda? Ist das richtig? Dann könnte ich euch schon zum Einsteigen bereit machen. Ja. Landungsplatte. Planke. Ja. In Ulda komme ich wieder nicht klar. Weiß ich jetzt schon. In Ulda werde ich mich jetzt restlos verlaufen.
Hi. Hi. Du musst die Gesandte aus Kredania sein. Wir kommen in der Perle der Wüste. Ich hoffe, der Flug war angenehm. General Raubahn erwartet dich bereits. Du musst die Botin aus Kredania sein. Wir wurden bereits in Kenntnis gesetzt. General Raubahn erwartet dich. Wenn du dich bitte mit dem Lift zur Ebene der Redner begeben würdest, dort ist Bartholomä vor dem Eingang zum Palast postiert. Sprich ihn an und er wird dich zum General vorlassen. Okay. Aber ich will erst zum Rubinstraßenmarkt. Hier ist nämlich auch diese andere Quest, ne? Aber die würde ich dann wahrscheinlich morgen machen. Die hier, die Event-Quest. Aber was ich schon mal machen kann... Wo mir da erstmal was... Habe ich zwar kaum noch Geld, aber egal. Geht ums Prinzip. Und ins Lied. Ich könnte jetzt einfach hier eine halbe Ewigkeit stehen bleiben, ne? Das Detrit. Der Raubahn müsste dann hier auf der anderen Seite lungern. Du bringst Botschaft aus Kredania. Darf ich bitte einen Beweis für diese Behauptung sehen? Ja, vielen Dank. Das offizielle Siegel Kredanias. Dann geh bitte weiter zum General. Ah, unser Gast aus Kredania. Ist gar nicht so weltfremd aus für eine Waldbewohnerin. Eine fähige Frau sein. Die Seherin Carne Senna vertraut niemandem Leichtblatt. Willkommen im Sultanat Uldar. Ich bin Raubahn Aldin, Anführer der Legion der Unsterblichen. Also sprich, was führt dich hierher? Die Gedenkfeier also. Du weißt, wie es zwischen Eosea und dem Galileischen Reich steht?
Mavip hat dir ja gesagt, dass es schlimm aussieht. Damit kann sie ja wohl nicht Ulda gemeint haben. Obwohl es tatsächlich etwas eng werden kann. Beste Grüße sollst du mir bestellen, wenn das Geheul von diesem stupigen Wolf mal nicht bedeutet. Daria Eissatze, es gibt da ein paar Dinge, die du über die Galia wissen solltest. Vor 50 Jahren waren diese Bastarde noch völlig unbedeutend. Ein Volksstamm unter vielen, der im Norden ohne besonders Errungenschaften dahin lebte. Dann sind sie durch irgendeine Verirrung des Schicksals auf die Magitech-Technologie gestoßen. In kürzester Zeit verlieh ihnen das neu erworbene Wissen überragende Macht. Und dann gab es kein Halten mehr. Sie fielen mit ihren Maschinen in Eosia ein und überrannten Alamigo. Das Kaiserreich ist übrigens noch gar nicht alt. Vor dem regierenden Kaiser war es eine Republik und momentan ist die Lage gespannt, weil der Kaiser schon über 80 ist. Alles wartet auf einen deftigen Nachfolgestreit. Er ist ein begnadeter Anführer seines Volkes. Und wenn der Falsche an die Macht kommt, ist der Zusammenhalt des gesamten Reichs in Gefahr. Deswegen verhält sich das Kaiserreich in letzter Zeit auch so ruhig. Die haben auch intern einiges zu bewältigen. Uns wäre es natürlich recht, wenn sich die Galia einfach selbst aushebeln würden. Dann könnten wir in Frieden die letzten Wiederaufbauarbeiten nach der Katastrophe leisten. Aber so einfach wird die Sache wohl nicht werden. Die 14. Legion ist schlagkräftig wie eh und je. Legatus Gaius von Belsa führte die Truppen. Es ist eine wahre Geißel des Schicksals. Wenn wir die Konfrontation nur noch etwas hinaufschieben könnten... Es ist nicht nur der Wiederaufbau, der unsere Kräfte bindet. Wir haben auch mit dem Primae zu kämpfen. Diesen unberechenbaren Götzen, die von dem wiedererstarkten Willenstämmen herbeibeschworen werden. In dieser Hinsicht sind wir sogar in derselben Lage wie die Galia. Denen sind die Primae genauso ein Dorn im Auge. Nur haben die Galia ein Auge mehr als wir. Beste Grüße, Sogar Mavip zögert, bestimmte Dinge beim Namen zu nennen. Denn ist wohl die Zeit bald gekommen, da wir uns den Galia entgegenstellen müssen. Sobald Bewegung in die 14. Legion kommt, ist das primäre Problem erstmal zweitrangig. Kani hat vielleicht nicht Unrecht. Eine Zeremonie wie diese Gedenkfeier könnte den Zusammenhalt stärken und die Leute daran erinnern, dass unser Kampf noch keineswegs ausgestanden ist. Und dass die Nachwelt Heldenmut gebührend zu würdigen weiß. Was soll ich der Sultana und dem Skorpio-Kreis also sagen? Nichts. Nanamo müsste im Palast sein. Ich werde ihr persönlich berichten. Jawohl. Keine Szene werde ich ebenfalls antworten und mir überlegen, was wir gegen Mervil struppigen Wolf unternehmen. Abenteurerin, vielen Dank, dass du den langen Weg auf dich genommen hast. Du kannst nun gehen. Wir kriegen eigentlich unser Schiff. Du hast nun Zugang zu den Linienluftschiffen, die zwischen den drei Stadtstaaten verkehren.
Für eine bestimmte Gebühr kannst du vom Luftschiff-Landeplatz durch Evelingstadt aus an Bord gehen. Tja. Wie voll ist mein Inventar? Sehr voll. Ach ja. Kann ich irgendwas von... Nee. Doch. Das Bombohelm kann ich gebrauchen. Ah, die Gesandte. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Aufenthalt im Sultanat. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, hast du vor, in nächster Zeit nach dem Solominder zu reisen? Wenn dem so sein sollte, hätte ich Informationen, die dich interessieren könnten. Ich habe den Phönix-General einmal auf einer offiziellen Visite nach dem Solominder begleitet. Zu dieser Zeit habe ich Baderon, den Besitzer der Schenke zur ertränkten Sorge, kennengelernt. Nun, dieser Mann hat mir gerade die Nachricht zukommen lassen, dass er einen Auftrag für eine fähige Abenteurerin hätte. Ich kann mir kaum jemanden geeigneteren als dich vorstellen. Baderon wäre sicherlich hoch erfreut, wenn du ihm hilfst. Wäre er das, ja? Oh, das ist so klebrig hier. Und Tredex. Baderon. Baderon ist da oben irgendwo. Das kann ich jetzt mal schließen. Willkommen in der ertränkten Sorge. Lass dich nieder, wo immer du magst, Mädel. Ich bin sofort bei... Ja, ich bin Baderon. Wer möchte das wissen? Du hast gehört, ich hätte einen Auftrag für eine fähige Abenteurerin wie... aber sei gewarnt, der Job ist nichts für schwache Nerven. Es ist so gut wie sicher, dass die Sache haarig wird. Wenn du noch immer Interesse hast, sag mir einfach Bescheid. Und ich weihe dich in die Einzelheiten ein. Yay! Und da ploppen erstmal die ganzen anderen Quests auf. Jung. Aber... Ich glaube, dass es hier gerade ein ganz guter Cut ist. Jo, was sehen wir heute? Denke ich mal. Also wir haben jetzt nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Ich guck grad mal. Wie viel... 12 Stunden und 26 Minuten mit diesem Char. Ah, okay. Nice. Jo. Gerade mal gucken. Weiß nicht mal, ob überhaupt noch Leute wach sind.